Ja, dann fang an. Hetz mich nicht. Aufnahme läuft ja schon, sehe ich gerade. Ja. Deswegen im Hetz mich nicht, sagt gerade der Richtige. Ja. Freunde, es ist jetzt mittlerweile kurz nach 18 Uhr, weil man mich nicht hier ausreden lässt. Und so sieht das nämlich aus. Ja, wir sind wieder zusammen und der Christopher Robin ist hier. Christopher Robin. Alias. Vertrau einfach mal darauf, dass er da ist. Alias Zelda-Junge. Genau. Der Alex ist da. Alias Mr. President of Basketball. Und der, und der Schwabenboy, der ist auch da. Ja, hallo. Der Schwebenspätzle. Ja, ich bin natürlich auch da und so bleibt es jetzt. Und wir denken, hoffen, bitten und wünschen uns, heute dieses Spiel zu Ende zu bringen. Wir wissen zwar nicht, wie viel noch kommt, aber wir lassen uns mal überraschen. Und der Christopher Robin, irgendwie ist das jetzt drin, ich weiß auch nicht warum. Also der Zelda-Junge und ich haben jetzt gerade eben hier ein wenig ausprobiert und sind dazu gekommen, hier bei der letzten Aussage von ihr hatten wir festgestellt, schon im letzten Teil, deswegen skippe ich das jetzt hier alles mal ein bisschen, dass wir hier immer diese drei Auswahlmöglichkeiten haben, nämlich diese hier. Da hatten wir auch schon alle durchgenommen, aber nur eine führt logischerweise zur, zum Honigtopf. Und das ist hier in diesem Fall die letzte. Das klingt aber auch sehr identisch, ne? Bitte beschreiben Sie dem Gericht die Kleidung des Mannes genauer. Tja, wer ist jetzt Old Pig? Wer war es beim letzten Mal? Der Sven. Nein, der Sven. Der Schwabenboy. Du bist ganz schön lästig, als ob das wirklich wichtig wäre. Lass ich. Wie kann man nur so eine Oldback vergehen? Aber das ist gerochen. Ist es. Ja, das passt doch zu mir. Was war es noch? Oh ja, es war das Ding. Welches Ding? Deins. Dieses protzige Ding, das er immer trägt, diese Rennjacke. Ich sag nur Anaconda. Ah, die hat er in der Strafanstalt auch getragen. Das Ding ist zu nichts nütze, außer zum Verführen von Frauen. Männer. Und Männer. Männern steht aber. Gut. Also, Herr Left. Na. Hatte diese Aussage gerade irgendeine Bedeutung oder nicht? Natürlich. Hat sie eine Bedeutung, euer Ehren? Das war entweder Christoph oder der Alex. Ich glaube, der Christoph. Ich glaube, der Robin. Zelda, Junge. Ich glaube, der Christopher Robin mit seinem Honigtopf. Nee. Ja, komm, Alex. Wärst du dann bitte so freundlich? Und sagst uns, welcher Teil wichtig war. Kannst du es nicht sehen, Edgeworth? Edgeworth. Nein. Euer Schnurrbart. Bitte fügen Sie den Teil mit der Jacke der Aussage der Zeugin hinzu. Ich weiß zwar nicht, worauf Sie hinaus wollen, aber gut, Zeugin, bitte. Ah gut, ich ziehe zwar nicht gern grundlos über jemanden her, aber wenn ich muss. Er trug seine protzige Rennjacke, mal ganz ehrlich, ist alles nur Show. Sollen wir nochmal angreifen hier oder sollen wir es direkt präsentieren? Ich weiß es nicht. Präsentier mal. Nein, ich greife erst mal an. Sind Sie sicher, dass der Angeklagte eine Rennjacke trug? Was denkst du denn? Ich habe ihn noch nie in was anderem als dem schrecklichen Ding gesehen. Ich bin mir sicher, dass er sie trug. Sie ist so überzeugt von sich, fast schon selbstverliebt. Oh. Ja. Ach, das kennen wir schon. Jetzt muss ich wieder dahin spulen. Hätte ich doch mal nicht angegriffen. Hätt's mal auf mich gehört. Wie immer. So, und hier, denn wir wissen ja, das Knopf des Mini-Ninjas. Babam. Frau Oldback. Frau Newback.
Was? Sag meinen Namen einfach, nicht einfach ohne Grund. Wissen Sie, was das ist? Ah, das ist Knopf Nummer 2 des Mini-Ninja-Kostüms. Durchnummeriert. Jetzt weiß ich, sie ist ein echter Fan. Mit einem Blick hat sie ihn erkannt. Gib her, wenn du ihn mir nicht gibst, bekommst du das zu spüren. Dann ruf ich von Karma. Wow, sie ist wirklich ein Herzblut-Fan. Und sie einen blutigen Knopf will. Dieser Knopf wurde bei einer Leibesvisitation bei Herrn Engorde gefunden. Siehst du? Dieser Knopf ist der Beweis, dass es zweifelsohne dieser Schurke Engarde war. Er hatte sich in den Falten seiner Nickel-Samurai Hakuda Matata-Hose verfangen. Siehst du? Ich wiederhole mich. Und Engarde ist der Nickel-Samurai. Zeugen! Nun, vielleicht geht es nur mir so und ich habe eine blühende Fantasie. Aber hatten Sie nicht gerade gesagt, der Angeklagte, Matt Engorde, trug seine übliche Rennjacke? Ups. Ah, tut mir leid. Tut mir leid, dass du Leute nach dem beurteilst, was sie tragen. Schneller. Ja, diese Uniform nicht auch, blablabla. Lächerlich auf der Brust trug, vielleicht schwer, so schwer, dass ich gewünschen mir würde. Wie soll das ein normaler Mensch lösen? Das ist aber Double Time, wie Kollege. Ichipu. Seien Sie jetzt mal einen Moment still, was Sie eigentlich sahen. War nicht Herr Engard, also als Herr Engard. Sondern Herr Engard als Nickel-Samurai. Aber wenn man darüber nachdenkt... Guck mal, wie die aussieht. Die beiden sind doch in Wirklichkeit ein und derselbe. Frau Newbeck, das ist ein sehr wichtiger Punkt, über den wir sprechen. Ichipu, denkst Echi. Du auch so? Alter, lass mich in Ruhe. Ich bin ja kein Oma-Fetisch. Hier ist die Olla je Dollar. Alex, hallo. Häng mal ein bisschen den Pädagogen raus. Ja. Nun, vielleicht sollte man darüber nachdenken. Über das, was Alex... Sag einfach, es ist wichtig und sei einmal meiner Meinung. Zeugen, denken Sie gut nach, bevor Sie aussagen und erinnern Sie sich. Gut, wenn Sie darauf bestehen. Ich sollte eigentlich seufzen und nicht Sie. Wen Sie sah? Engard. Ja, jetzt erinnere ich mich. Touché. Der Nickel-Samurai, richtig? Ich sah den Nickel-Samurai. Ja, es wäre praktisch für ihn gewesen, bei dem Mord das Kostüm zu tragen. Nach dem Verbrechen wurde er nämlich gleich auf der Bühne erwartet, für die Show danach. Also muss er das Nickel-Samurai-Kostüm getragen haben, als er den armen Juan erstach. Ich wusste es. Ich wusste, Sie würden sagen, dass er in dem Kostüm steckte. Was? Dachtest du, dass jemand anders in dem Kostüm gewesen sein könnte? Sei doch kein kleiner böser Junge, der solche schlimme Sachen denkt. Aber die Möglichkeit besteht. Ach, die Jugend von heute, ich sag dir, es hätte niemand anders sein können. Woher wissen Sie das? Weil ich so sage und was ich sagte, ist die Wahrheit. Zumindest ist sie immer noch so eine reizende Zeugin wie vor einem Jahr. Herr Left, Sie dürfen die Zeugin ins Kreuzverhör nehmen. Ich hatte es befürchtet.
Entgab, ja, jetzt erinnere ich mich. Würden Sie bitte mit Ihrer Aussage fortfahren? Hä? Pass auf, was du sagst, junger Mann. Dieser Ton gegenüber jemand Älterem. Ich bin nicht mehr so jugendlich wie früher, deshalb solltest du mir vergeben. Wenn du mich weiterhin so anfährst, fange ich an, ganz laut zu singen. Was? Eine imposante Figur am Meer, die ganz singt, allein stehen, die er, singt. Der Nickel-Samurai. Alex, die singt. Ja. Nicht Alex, der Sven. Eine imposante Figur am Meer, ganz allein steht er da, der Nickel-Samurai. Steht nicht da. Improvisationskünste. Ja. Sie singt wirklich. Zu Hilfe, meine arme Ohren. Meine arme Ohren. Herr Edgeworth, können Sie bitte etwas gegen diesen Krach tun? Zeugin, Sie bekommen einen Kaugummi. Wenn Sie sich... wenn Sie sich artig auf die Fakten konzentrieren. Okay, versprochen, ja? Der ist von Edgeworth schon angekaut. Vorgekauft. Wright, die Rechnung für den Kaugummi schicke ich später an deine Kanzlei. Erinnere mich daran, dir auch eine Dankesnachricht zu schreiben, alter Kumpel. Bitte was? Ist ja unerhört. Ich will auch Kaugummi. Stell dir mal vor, alle würden jetzt Kaugummi kauen. Sven! Ja, das haben wir doch schon gelesen. Jetzt hat er den Kaugummi ausgespuckt. Seien Sie mit Ihrer Aussage bitte etwas vorsichtiger. Noch vor kurzem sagten Sie, er trug seine Rennjacke und jetzt trug er sie nicht mehr? Noch vor kurzem? Dann möchte ich dich was fragen. Als du klein warst, was war da dein großer Traum? Hä? Was wolltest du als Kind mal werden, du gerne groß? Anwalt. Mein Traum? Ich wollte wie Richter Wagner werden. Wacker. Wagner. Nein, Wagner. Held im Strumpfhosen, Gerichtssaal. Riecht das so? Na und? Das ist das erste Mal, dass wir dem seinen Nachnamen gehört haben. Ja, das wollte ich gar nicht sagen. Klingt da irgendwie so deutsch. Und siehst du, wo du stehst? Du bist nicht Richter Wagner, oder? Oder? Nun, was ich vorhin sagte? Wen interessiert denn das? Für das Jetzt zählt, für Vergangenes bin ich nicht verantwortlich. Diese Ausdrücke, die sie hat, erst will sie uns umbringen, dann ist sie total verliebt und dann schluchzt sie in Tränen. Also es ist schon sehr faszinierend. Seit wann spielt Theatralik bei einer Zeugenaussage vor Gericht eine Rolle? Wichtig ist nur, dass der Mann in dem Kostüm steckt. Reicht das etwa nicht? Ja, es wäre praktisch für ihn gewesen, bei dem Mord das Kostüm zu tragen. Und warum? Weil so natürlich niemand sein Gesicht sehen konnte. Aber ich sehe daran immer noch keinen Vorteil für ihn. Ich denke, mit dem Kostüm wäre er noch auffälliger gewesen. Du bist ein wirklich lästiger Junge, weißt du? Du musst immer widersprechen. Machen Sie das nicht ständig bei mir? Ich weiß es, vielleicht war es ihm zu mühsam, sein Kostüm ständig an- und auszuziehen. Nach dem Verbrechen, Nach dem Verbrechen wurde er nämlich gleich auf der Bühne erwartet, für die Show danach. Sollten noch andere bei der Show danach auftreten? Nun, als freundliche Geste sollten alle Teilnehmer auf die Bühne kommen. Der Mini-Ninja auch? Natürlich auch er.
Als ein Guard aus Juans Zimmer kam, dachte ich mir deshalb nichts dabei. Ich verstehe. Tja. Also muss er das Nickel-Samurai-Kostüm getragen haben, als er den armen Juan erstach. Ich möchte Sie zum letzten Mal fragen. War die Person, die Sie sahen, wirklich der Nickel-Samurai? So prächtig wie eh und je. Habe ich das nicht von Anfang an gesagt? Soll ich jetzt schon aufgeben? Mia! Tja, Christoph, das warst du. Aber ich würde sagen, das kann jetzt mal der Alex machen. Diesmal ist es nicht zu schwer. Hä? Es gibt einen Widerspruch direkt vor deiner Nase. Der Pickel. Die Frage ist nun, was dieser Widerspruch für uns bedeutet. Zuerst muss ich herausfinden, von was du überhaupt sprichst, aber gut. Ja, super. Ja. Warum, wenn sie uns schon so einen Hinweis gibt, warum spricht sie da nicht aus, was sie denkt? Ah. Jetzt erinnere ich mich. Der Nickel-Samurai, richtig, ich sah den Nickel-Samurai. Ja, es wäre praktisch für ihn gewesen, den... Im Mord das Kostüm zu tragen. Und lässt der Kaffee schon wieder nach? Er ist noch gar nicht alle. Ach, du liebe Zeit. Und jetzt schon müde? Oh. Ja, auch ich war heute arbeiten. Tschüss. Das heißt ja auch. Ja. Ich habe mich von der Arbeit hier hingehetzt. Also ich hatte heute frei. Kindergarten nimmt mir Samstag zu. Du Glückspilz. Ja. Ja, das bedeutet aber bloß, dass ich meine 40-Stunden-Wochen unter den 5 Tagen aufteilen muss, ne? Tschüss. Ihr seid doch alle Volk, ey. Wurde er nämlich gleich auf der Bühne erwartet? Also, da ist ein Widerspruch direkt vor unserer Nase. Naja. Muss er das Nickel-Samurai-Kostüm getragen haben, als er den armen Juan erstach? Nach dem Opfer gefunden, voller Tomatensaft trägt und durchs Fingerabdrücke. Ah, zeig mal das Messer. Das Messer. Mit Blut des Opfers und Engordés Fingerabdrücken. Griffgravur Gatewater. Als Beweis vorgelegt. Vom Kostüm abgerissen, voll mit Kuridas Blut in Engordés Hakuna Matata gefunden. Können da jetzt nicht schon wieder den Knopf präsentieren? Nein, das ist auch schon hier nicht. Präsentier mal das Messer. Wo? Jetzt bei der letzten Aussage oder was? Ja, bitte. Meine Güte. Er kann doch gar nicht. Nach dem Verbrechen wurde er nämlich gleich auf die Bühne. Nee, da also. Das ist auch die einzige Aussage, die hier in irgendeiner Weise Sinn macht, dass man hier widerspricht. Nee, das ist die letzte Aussage. Ja, meine ich doch. Oh, ist sogar richtig. Musik hat aufgehört. Bitte sehen Sie sich das an. Ja, also ein Messer. Na und? Wenn du mich damit einschüchtern willst, das funktioniert nicht. Nein. Das war ganz und gar nicht meine Absicht. Ja, aber mit dem Blaster rumläuft ist nicht verboten. Ist nicht. Das ist das Messer, das bei dem Mob verwendet wurde, ja? Euer Schnurrbart. Wissen Sie, warum dieses Beweismittel für diesen Fall wichtig ist? Das müssen Sie nicht fragen, weil die Fingerabdrücke des Angeklagten darauf sind. Einmal Wagner, immer Wagner. Wagner. Ist es das, worauf du hinaus willst? Genau darauf will ich hinaus. Hoch auf den Bergen schwimmen. Worauf wollen wir hinaus und wessen Pferd wird hier aufgezäumt? Hoch. Und wie lange geht der Part? 30 Minuten. Christopher Robin? Wir sind jetzt bei 71 Stunden, 43 Minuten, 11 Sekunden. Nein, so sind bei 20 Minuten. Ich habe manchmal das Gefühl, der Christopher Robin schläft ein bisschen, wenn er nicht dran ist. Hä? Hä?
Wenn Herrn Engordé zum Zeitpunkt des Mordes wirklich im Nickel-Samurai-Kostüm steckte, sind das unmöglich seine Fingerabdrücke auf dem Messer. Er hätte nämlich alle bereits bestehenden Fingerabdrücke weggewischt. Oh, das stimmt. Der Nickel-Samurai trägt Handschuhe, nicht wahr? Ein echter Fan. Vor dem Zustechen hat er wahrscheinlich die Handschuhe ausgezogen. Das ist klar. Ja, aber warum? Und warum sollte er sowas tun? Um seine Fingerabdrücke auf der Mordwaffe zu hinterlassen? Er würde so etwas niemals tun. Doch, es gibt eine Möglichkeit. Dann lass uns deine Möglichkeit hören. Sie ist ganz einfach. Der Angeklagte ging als Nickel-Samurai verkleidet zum Zimmer des Opfers. Opfer. Zu jenem Zeitpunkt hegte der Angeklagte keine Mordabsichten. Er wollte sich anscheinend nur entspannen und mit dem Opfer über die Show reden. Klar, in voller Montur. Deshalb hat er die Handschuhe ausgezogen. Aber der Mord geschah trotzdem. Es ist bekannt, dass der Angeklagte und das Opfer Rivalen waren. Ja, ich habe davon gehört. Nun, Herr Left, was haben Sie zu Herrn Edgeworths Theorie zu sagen? Engarde? Edgeworth? Damit ich es richtig verstehe, Edgeworths Theorie lautet: Als der Angeklagte zum Zimmer des Opfers ging, war kein Mord geplant. Gibt es jetzt bis zu dem Punkt Probleme mit dieser Theorie? Eieiei. Keine Probleme, es gibt einen Widerspruch, ich muss mal überlegen. Ja, Widerspruch, oder ne? Eieiei. Ja, sollen wir das im nächsten Part dann machen? Das würde ich sagen, Freunde, dann sind wir hier an Ort und Stelle fertig. Wir sehen uns morgen wieder um Punkt 18 Uhr. Macht es gut, NRW über 18, adieu. Bis morgen. Und ich sag ciao. Und ich sag gar nichts.